Atatürk Berufshochschule für Gesundheitsdienste. Die Berufshochschule AFSÜ Atatürk begann ihre akademische Ausbildung im akademischen Jahr 1992-1993. Unsere Hochschule setzte ihre Aktivitäten in einem freistehenden Servicegebäude mit insgesamt 12 Klassenzimmern, zwei Amphitheatern, einem Lesesaal, einer Orthesewerkstatt für orthopädische Prothesen, einem medizinischen Labor, ein Labor für Dialyseprogramme, ein Labor für Altenpflege, ein Computerlabor, sechs Verwaltungsbüros und 18 Büros für akademisches Personal fort. Abteilung für medizinische Dienste und Techniken. Elektroneurophysiologieprogramm, Dialyseprogramm, Erste- und Nothilfeprogramm, orthopädische Prothese- und Orthesenprogramm, Managementprogramm für Gesundheitseinrichtungen, medizinische Dokumentation, Sekretariatsprogramm, Programm für medizinische Bildgebungstechniken, Programm für medizinische Labortechniken, qualitative, hochwertige Gesundheitserziehung, Therapie- und Rehabilitationabteilung, Physiotherapieprogramm, Abteilung für Gesundheit und Pflegedienste, Altenpflegeprogramm, Patientenversorgung, Programm für medizinische Labortechniken. In diesem Programm wird das technische Personal in der Bedienung der in klassisch-klinischen und anderen Forschungslabors verwendeten Methoden und Geräte sowie in der Analyse geschult. Während theoretische Kurse in den Klassenzimmern und Konferenzräumen unserer Berufsschule abgehalten werden, kann das AFSÜ-Zentrum für Gesundheitspraxis und Forschung bei Bedarf auch für Praktika verwendet werden. Unsere Absolventen erhalten den Titel medizinischer Labortechniker. Programm für Elektroneurophysiologie. In diesem Programm, in dem unter der Aufsicht eines Facharztes tätig Angehörige der Gesundheitsberufe in der Anwendung neurophysiologischer Methoden zur Diagnose von Krankheiten mit Störungen des zentralen Nervensystems geschult werden, kann das auch so Gesundheitspraxis und Forschungszentrum bei Bedarf auch für Anwendungen in unseren Klassenzimmern und Konferenzräumen eingesetzt werden. Die Absolventen erhalten den Titel Elektroneurophysiologie Techniker. Gesundheitsmanagementprogramm. Absolventen von Gesundheitsmanagementprogrammen können in öffentlichen Krankenhäusern, Universitäts- und Stiftungskrankenhäusern, privaten Krankenhäusern, Rehabilitationszentren, relevanten Einheiten von Traktionsinstitutionen, privaten Versicherungsunternehmen, Industriesituationen, Forschungs- und Medizinprodukte, Herstellung und Forschungszentren arbeiten. Unsere Absolventen von dem Gesundheitsmanagementprogramm erledigen Aufgaben wie die Erfüllung des Personalbedarfs der Gesundheitseinrichtungen, den effizienten Einsatz des Personals, den Kauf von Werkzeugen und Ausrüstung, die effektive Planung von Durchführung der Arbeiten, medizinische Dokumentation und Sekretariat. Absolventen von Gesundheitsmanagementprogramm können in öffentlichen Krankenhäusern, Universitäts- und Stiftungskrankenhäusern, privaten Krankenhäusern, Rehabilitationszentren, relevanten Einheiten von Traktionsinstitutionen, privaten Versicherungsunternehmen, Industrieeinsituationen, Forschungs- und Medizinprodukteherstellung und Forschungszentren arbeiten. Unsere Absolventen von dem Gesundheitsmanagementprogramm erledigen Aufgaben wie die Erfüllung des Personalbedarfs der Gesundheitseinrichtungen, den effizienten Einsatz des Personals, den Kauf von Werkzeugen und Ausrüstung, die effektive Planung und Durchführung der Arbeiten. Medizinische Bildungsprogramm.
Dieses Programm hat das Ziel, qualifizierte Radiologe, Techniker auszubilden, die in der Lage sind, Folgendes zu machen. Vorbereitung des Patienten auf die Diagnose und Behandlung von Krankheiten unter Verwendung ionisierender und nicht ionisierender Strahlung. Erhalten von Bildern mit medizinischen Bildgebungsgeräten wie konventioneller und digitaler Röntgenstrahlung, Fluoroskopie, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, PET, CT und Ultraschall. Vorbereiten der Filme und Bilder sowie das Wissen und die Fähigkeit haben, um Geräte zu steuern und zu bedienen. Physiotherapieprogramm. Unsere Absolventen, die diese Programme abgeschlossen und den Titel eines Physiotherapietechnikers erhalten haben, können am Geschäftsleben als medizinisches Personal teilnehmen, indem sie unter der Aufsicht eines FTR-Facharztes und Physiotherapeuten arbeiten und dazu beitragen, einzelpersonensichere, wirksame und qualitative, hochwertige physikalische Therapiedienstleistungen zu bieten. Also unsere Absolventen können in allen Gesundheitseinrichtungen arbeiten, die physiotherapeutische Dienstleistungen anbieten. Orthopädisches Prothesen-Orthesen-Programm. Ziel dieses Programms ist es, das Gesundheitspersonal darin zu schulen, an der Konstruktion künstlicher Organe oder Hilfsmittel für Körperteile zu arbeiten, die aus irgendeinem Grund unterstützt, gestützt und korrigiert werden müssen. Dialyseprogramm. In diesem Programm werden die teilnehmenden Gesundheitstechniker über Folgendes geschult. Den Patienten, die eine Dialysebehandlung benötigen, in den Phasen der Aufnahme des Patienten in das Dialysegerät vorbereiten, folgen und behandeln, die Dialyseverfahren beenden können. Dem Patienten eine angemessene Information zu technischen Fragen im Zusammenhang mit Hämodialysie und Peritonealldialysie geben und Patienten und ihre Angehörigen über die Dialysebehandlungen informieren können. Unsere Absolventen, die dieses Programm abgeschlossen haben, können in den Dialyseeinheiten öffentlicher und privater Gesundheitseinrichtungen unter der Aufsicht eines Facharztes arbeiten. Erste- und Nothilfeprogramm. In diesem Programm werden die Notfalldienste vor dem Krankenhaus professionell ausgebildet. Das medizinische Hilfspersonal wird geschult, um lebensrettende und behindertenpräventive medizinische Maßnahmen bis zur Hauptbehandlung von Patienten und Verletzten durchzuführen. Unsere Absolventen, die das Programm erfolgreich abgeschlossen haben, können im privaten Sektor oder in öffentlichen Krankenwagen und Krankenhäusern mit dem Titel Erste- und Nothilfetechniker arbeiten. Altenpflegeprogramm. In diesem Programm wird die Pflegearbeit gemäß den physischen, mentalen und sozialen Bedürfnissen der älteren Bevölkerung durchgeführt. Altenpflegetechniker werden geschult, um die Teilnahme älterer Menschen, Familienangehöriger und der Bevölkerung an der Pflegearbeit zu gewährleisten, die zu Hause oder in Einrichtungen in den Bereichen Altenpflege, Bildung und Management verwendeter Einrichtungen geleistet werden können. Unsere Absolventen können in öffentliche Einrichtungen, Kommunen, Krankenhäusern, private Pflegeorganisationen und im privaten Sektor arbeiten, wo Altenpflegedienste durchgeführt werden. Sie können berufliche Karriere in Pflegeheime, ältere Zentren, Einheiten für ältere Menschen, in Gesundheitseinrichtungen, für häusliche Pflegedienste machen.